Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe euch ganz tolle Sachen mitgebracht, denn ein neues Projekt steht an. Und bevor wir uns dem neuen Projekt widmen, schauen wir uns ganz kurz zum Vergleich ein bereits bestehendes Modell an. Das ist dieses hier. Das ist die D8. Das ist dieses gelbe, relativ alte Brudermodell. Hat ein neues Schild bekommen. Neue Ketten, neues Fahrwerk. Ansonsten ist die Karosse die gleiche geblieben. Und die habe ich schon vor einiger Zeit umgebaut. Ich bin absolut zufrieden mit der. Aber nachdem ich immer wieder gefragt wurde, mach doch mal die D11. Wo ist denn die D11? Mach doch mal ein Video zu D11. Wie schaut es denn aus mit der? Habe ich gesagt, okay, ich besorge sie mal und schaue, wie ich es zeitlich unterbringe. Und seitdem sie da ist, witzelt es mich in den Fingern. Ich habe schon ein paar Teile dann natürlich schon dazu geordert, damit der Umbau beginnen kann. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt muss es losgehen. Ich zeige euch aber nur ein paar Features, die wir dann auch in der D11 umsetzen wollen. Das heißt natürlich ganz klassisch fahren. Ist klar, ich fahre übrigens mit einem Joystick, V-Mischer oder beziehungsweise mit der Fernbedienung programmiert. Ist ja alles kein Hexenwerk mehr in der heutigen Zeit. Aber wir haben auf der anderen Seite hier Schild heben, Schild senken, sollte so eine Schubraupe natürlich auch können. Aber was mir ganz wichtig ist bei diesem und auch bei der D11 dann, dass das Planierschild tiltbar ist. Das heißt, damit ich das einfach ausgleichen kann, das heißt, auch wenn ich hier irgendwie schräg am Hang stehe, möchte ich ja eine gerade Straße schaffen, dafür muss ich das Schild schwenken können. Nach links und rechts. Was die hier jetzt nicht kann, ist das Schild nach vorne und hinten klappen. Das war mir überhaupt nicht wichtig. Ich weiß auch nicht genau, habe es noch nicht vermisst, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, ich kann es von links nach rechts und eben nach oben und nach unten. Material bleibt hier keins liegen. Es ist nicht viel Volumen hier in der Schaufel. Deswegen alles wunderbar. Wie gesagt, ich bin mit der schon super zufrieden. Aber jetzt schauen wir uns doch mal die D11 an, beziehungsweise holen die D11 mal dazu. Dieses hübsche Ding mal zur Seite. Und hier kommt sie, die D11. Ein Riesentrum. Ein richtiger Riesentrum. Ich zeige euch ganz kurz, was noch mit in dem Karton natürlich steckt. FlySky FSI6S Fernbedienung. Für den Antrieb habe ich mir faulerweise rausgesucht. Und zwar habe ich mir von Magom die Messingräder bestellt. Denn ich habe ja schon ein paar Umbauberichte natürlich auch angeschaut. Ich kenne sie natürlich auch schon in Aktion von anderen Modellbauern. Deswegen, und ich glaube nicht, dass ich mit dem Antriebsrad hier glücklich werde, deswegen habe ich das gleich mitbestellt. Und ich habe mich lange mit den Motoren beschäftigt, ob Winkelmotor oder Getriebe oder also direktes Getriebe oder eben Getriebemotor. Und von diesen RB35 Motoren gibt es natürlich auch 100.000 verschiedene. Bin ich alle mal durch, habe mir die Daten aufgeschrieben. Ich weiß, die Daten sind teilweise absolut Katastrophe. Also ich kenne das selber. Da werden Drehmomente versprochen. Da könnte ich mein Auto damit bewegen und die werden nicht erfüllt. Also nicht mal im geringsten. Ich habe kistenweise schon Motore gehabt und auch immer noch da, wo ich sage, ja, sie schauen nett aus, aber ja, also Versprechen wurden nicht gehalten. Deswegen habe ich auch hier die von Magom genommen sind mit Abstand die stärksten, die ich gefunden habe. Und vor allem weiß ich, dass die halt auch die Leistung bringen. Es gibt genug Videos und natürlich genug Umbauten schon mit denen, wo ich sage, okay, da falle ich jetzt nicht auf irgendwas, einen Drehmomentschwindel rein. Das habe ich hier mit dabei. Dann haben wir noch ein bisschen Elektronik gleich mit dabei. Ich habe einfach mal pro forma zwei V-Mischer dazugelegt. Ob ich sie brauche oder nicht. Wahrscheinlich werde ich es mit die Fernbedienung machen und werde die gar nicht verbauen. Und wir haben hier einen Haufen Modellbauregler wieder. Sind wieder die AS12 6RW Easy, wo ich die Kabel selber anlöten muss. Und nachdem ich das auch immer wieder gefragt werde, die gibt es auch direkt mit Kabel. Wer da keine Lust hat zu löten oder sich da unsicher ist, ihr könnt die auch direkt mit Kabel, mit angelöteten Kabeln direkt beziehen. Und dann haben wir das gute Stück an sich. Moment, hier ist noch der Empfänger drin.
von der Fernbedienung. Und jetzt kommen wir zur D11. Und jetzt sehen wir mal im Vergleich zur D8. Ja, was soll ich dazu sagen? Kein Vergleich, oder? Absolut kein Vergleich. Machen wir das Maß aller Dinge. Wir haben hier eine Schildbreite bei der D8 von 22 zur D11 von 28. 6 cm mehr. Höhe, seht ihr selber, sind wir hier 20, 26 cm in etwa. Fahrwerksbreite ist natürlich auch interessant. Wir haben bei der D8 eine Fahrwerksbreite von 17. Schmeiß das Schild um. Wir haben eine Fahrwerksbreite von 17, das heißt bei 17 Fahrwerksbreite 22 Schild ist perfekt. Ja. Ist euch vielleicht aufgefallen bei manchen Radladern oder sowas, also das sollte natürlich auch mehr sein, denn es bringt mir nichts, ich kann nichts, keine Straße schieben, wenn ich ein breiteres Fahrwerk habe, als mein Schild ist. Gell? So, hier sind wir bei 28 Schildbreite und das Fahrwerk hat, sage und schreibe, 20. Heißt, wir haben links und rechts knappe 4 cm Luft, ist wahnsinnig gut. Ja? Mit den 28 sind wir auch bei einer netten Spurbreite, wenn wir hier eine Straße machen. Mit 22 haben wir halt genau so, dass im Endeffekt könnte da der LKW hinterherfahren. Aber nicht mehr. Ja. Länge haben wir auch noch. Hier sind wir von ganz hinten bis ganz vorne in etwa bei 40. Und hier kommt die D11 auf, sage und schreibe, 54. 54 cm hat die Länge. Das ist ein gefräßiges Ungetüm. Absolut. Ja. Die D8 ist nett, aber wenn viel Material kommt, muss eine D11 her. Und deswegen nehmen wir uns auch dieser mal an. Wie gesagt, vom Modell her selber, ich finde es klasse, absolut klasse. Von den Funktionen her werden wir auch wieder Schild heben und senken und natürlich das Tilten. Und inwieweit ich das kippbar machen werde, das weiß ich noch nicht. Wir haben den Heckaufreiber. Der funktioniert bei der D8 im Übrigen auch. Ja, also das ist jetzt nicht das Problem. Genau. Den hier haben wir auch noch. Was ich wahnsinnig finde, wie leicht die Kette hier noch läuft. Hier wird wahrscheinlich ein Kettenspanner noch dazu kommen müssen. Denn wenn hier dann Druck drauf kommt, da haben wir schon etwas mehr Spannung. Da müssen wir gegen erhalten. Soweit, so gut. So ist der Plan. Wir werden jetzt auch gleich loslegen und das ganze Ding mal zerlegen. Nachdem euch das so gut gefällt, haben wir beim Sprinter gehabt, haben wir beim Dodge gehabt jetzt erst. Und das werden wir jetzt auch für die D11 so handhaben. Das heißt, wir basteln das uns gemeinsam in die Einzelteile. Und dann werden wir uns den einzelnen Schritten widmen. Angefangen, so ist aktuell der Plan. Nagelt mich nicht fest, aber ich werde erstmal den Antrieb einbauen. Und der ist nämlich fix. Da weiß ich, da muss es hin und wir werden schon mal die ersten Fahrregler einlöten, damit wir eine Runde drehen können. Und dann gehen wir weiter mit dem Thema Schildansteuerung, Heckaufreißer, Beleuchtung. Eigentlich ein Muss, oder? Mittlerweile. Vielleicht nochmal so ein Soundmodul mit rein. Mal gucken. Ja? Wir legen jetzt auf jeden Fall erstmal los und zerlegen das Ganze. Und freut mich, wenn ihr mit dabei seid. Los geht's. So, dann wollen wir mal beginnen. Ich habe wieder etliches an Utensilien bereitgelegt, einen Haufen Schraubenschlüssel und meine Sonden und kleine Schraubenzieher und Zange und so weiter. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir hier vorwärts kommen. Ich würde sagen, als allererstes versuchen wir mal die Kette runterzunehmen. Und Kreuz. Kreuz brauchen wir eigentlich nie. Wir sind gleich mal weiter weg. Jetzt habe ich den alle fort in den Fingern. So. Ich werde mal schauen, ob ich bei den Originalketten bleibe. Denn ich habe schon diverse Varianten gesehen mit Metallketten. Und die einen schwören drauf und die anderen jammern nur. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das kommt auch wirklich darauf an, wie es verbaut ist, ob der Kettenspanner richtig ist, ob das richtig eingestellt ist, alles.
Und das sind so viele Faktoren. Ich werde jetzt mal bei den Originalen bleiben vorerst und hoffen, dass das alles so weit gut geht. Ansonsten werde ich hier nachrüsten müssen können. Also wie immer 1000 Haken und Ösen. Jawohl, also Hinterteil werden wir schon mal los. Schauen wir mal, wie das hier befestigt ist. Das läuft ja auch in einer Schiene. Gucken wir mal, ob wir das Schild genauso elegant wegbekommen. Oder ist noch ein Teil rüber. Was übrigens immer hilft, ist, wenn man vorher ein paar Fotos macht von dem Ganzen, dass man es zur Not wieder rekonstruieren kann, auch was die Maße angeht, beziehungsweise wo was hingehört. Das habe ich mir auch angewöhnt und es hilft teilweise wirklich. Das ist ein Schild. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ah, ist ja cool. Ah, der erste schon mal. Ah, hier, drehen, rausnehmen. Ha. Ist ja perfekt. Noch geht's gut, wie ihr seht. Da gehen wir schnellen Schrittes heran. Die haben übrigens auch so kleine Haken, falls man die mal auseinandernehmen wollte. So wie der Haken, einfach nach oben drücken. Dann gehen die auch auseinander. Ja, das sieht ja schon sehr gut aus, oder? Würde ich sagen. Schauen wir mal. Die Arme will ich natürlich überhaupt nicht kaputt machen. Deswegen lassen wir die mal dran. Das schaut nämlich aus, als ob wir von innen einen Widerhaken haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Teile das hier sind. Hier drin sehe ich wieder Laschen, hier vorne sehe ich Laschen, hier sehe ich Laschen. Um Gottes Willen. Ah, hier. Vielleicht kann man hier relativ einfach das Seitenschiff aufmachen. Ja. Muss man aber vorsichtig sein. Also ich habe hier den ersten schon etwas ramponiert. Aber ich werde ja hier an dem Seitenschiff doch etwas mehr machen müssen wahrscheinlich. Und deswegen ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ja, ah, da hinten, da versteckt sich einer. So, ich zeige es euch kurz, hier sind diese Ösen, 4 Stück oben, 3 Stück unten und die habe ich einfach dementsprechend etwas nach oben gehebelt und hier ist eben schon ein bisschen gesprungen, also es ist echt dünn. Und hier sieht man auch, wie dieser Arm befestigt ist. Das heißt, der ist von innen hier festgemacht. Das heißt, ich muss hier diese Teile hier aufbiegen. Machen wir mal, in der Hoffnung, dass keins abbricht. Ich biege die mal ein bisschen auf und dann kann ich hier diesen seitlichen Arm auch rausnehmen. Da haben wir hier schon die wundervollen Leiträder. Legen wir auch mal darüber. Was ich hier mache, weiß ich noch nicht. Es gibt ja Leiträder zum Kaufen. Ich habe aber auch eine Drehbank. Deswegen ist die Frage, was ich mache. Behalte ich die aus Plastik oder drehe ich mir welche oder kaufe ich? Ich weiß es noch nicht. Würde ja gerne möglichst viel erhalten.
wollen und nur das ersetzen wollen, was auch sein muss. Deswegen habe ich hier diese Antriebsräder aus Messing mitbestellt. Man kann die auch selber machen, aber warum? Also in der Zeit, wo ich mich da hinsetze und die ausarbeite, da mache ich die nicht selber und dann habe ich immer noch kein Material und die sind vermutlich mit Sicherheit in der Stückzahl CNC gefräst. Das heißt, die passen genau und da bin ich dann auch absolut zufrieden und manchmal dürfen es auch solche Teile dann sein. Wie gesagt, so ein Leitrad aus Alu, das geht auch selber, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Mal gucken, ob bzw. was sie kosten oder was wir überhaupt machen. Oder ob ich sie nicht einfach lasse. Genau, hier haben wir jetzt wieder diese anderen Nasen innen drin. Das ist fast wie bei jedem anderen Modell auch. Da muss man einfach diese Laschen öffnen und ich gucke dann immer ein bisschen, hier sieht man dann an dem Spalt relativ gut, wie weit man schon kommt mit dem Ganzen. Wie weit das aufgemacht hat. Hier sehe ich jetzt gerade, hier ist nochmal. Das hier ist auch ein Bauteil, das hier hinten wohl, das so drin ist. Und das ist auch aufgeschoben. Das sind jetzt hier auch... Okay, gut. Ich glaube, wir machen hier noch die Seitenschiffe komplett weg. Oder beziehungsweise dieses ganze Teil hier und das hier hinten. Denn ich sehe gerade hier drinnen, in diesen Löchern ist das gleiche Prinzip wie hier an den Seiten. Das heißt, wir haben hier so einen Trichter, wo das drin steckt und der aus oben ein Knoppel und dann sind die zu und dann kommt das, hält das. Und genauso schaut es hier drinnen aus. Das heißt, ich kann jetzt hier schauen, dass ich mit dem Schraubenzieher reinkomme und diese Dinger ein bisschen zur Seite biege und diesen Kopf frei mache, der dieses Schiff festhält. Schauen wir mal. Natürlich auch. Das sind zwei Stück. So ein bisschen wie so diese Trickkisten, wo es früher gab, oder gibt es mit Sicherheit heute auch noch, aus Holz, wo man da schieben, dort drücken, wenn man das darüber schiebt und dann kommt da ein Geheimfach raus oder so. So kommt mir das manchmal vor. So ein bisschen Rätselraten. Wo könnte ein versteckter Weg sein? Da kommen wir schlecht rein. Größer. So. Jawohl. Also die halten relativ streng auch fest hier. Wahnsinn. So. Also der hier geht schon mal weg. Und der hier will überhaupt nicht. Jetzt okay, und der hat hier oben noch mal einen. Wie wird denn der festgemacht sein? Okay, gut. Also ich zeige euch das hier in den Löchern: sind diese Pilzköpfe, die festgehalten wurden, und hier über dem Leitrad ist eins und der hat eine Zunge, die nach unten eingedrückt war. Das heißt, wenn ich hier reinfahre von der Seite und etwas nach unten und nach oben drücke, dann hebel ich die aus. Ich gucke gerade, ob man das ein bisschen hier einfangen kann, vielleicht von hinten, dann sitzt es mal. Hier ist diese Lasche, die war nach unten und hat hier eingerastet und wenn man die eben nach oben drückt, kann man das hier einfach rausziehen. Dann wollen wir doch die andere Seite auch gleich noch öffnen. Wahnsinn. Also für jemanden, der nur mal kurz reingucken will und es dann originalgetreu wieder zubauen will, dem rate ich davon ab. Das ist ja der Wahnsinn. Also,
Ja, das mit diesen Pilzköpfen, das ist immer ein bisschen strenger, das weiß ich. Das kenne ich schon von anderen Modellen. Ich liebe es. Locker und dann müssen wir hier oben die Lasche wieder hochziehen. So, und dann kriegen wir das Ganze, die ganze Seite hier raus. Also auch das hingeklickt, okay. Hier sehe ich auch schon einen Haufen Laschen wieder, aber wir wollen uns jetzt mal hier auf diese hier noch mit konzentrieren, beziehungsweise ich will diesen hinteren Block noch rausbekommen, wenn ich den hier von hier aus schon rauskriege. Der ist mal hier eingerastet. Das sehe ich. Okay. Also der hat hier einen Rastpunkt. Aber der hält dagegen. Okay. Das sind wieder Schlingel. Also hier, das haben wir. Dann hängt das hier oben mit dran. Ah, okay. Wenn das jetzt auf beiden Seiten so gut geht, bin ich da schon happy. Okay. Aber die sind offen. Auch offen. Das schaut aus, als wären hier 1000 Klicks wieder verbaut, die ich nicht sehe. Ja. Hier hinten sitzt noch was drauf. Das wird hier hinten gehalten. Die Heckverkleidung. So. Ah, ja. Man muss mal aufpassen, wo man den Hebel ansetzt, dass man nicht doch etwas Sichtbares an der Karosserie aushebelt. Gell? Das wäre mir jetzt beinahe passiert. Frage ist mal, wie kommt man dann am besten hinten rein? Ich probiere es jetzt mal, wo ich mit der Sonde reinkomme. Was sich hier bewährt hat neben den Schraubenziehen, sind wirklich solche kleinen Sachen. Nicht um den Hebel wegzudrücken, das schafft das kleine Ding normal nicht so weit, aber um sozusagen das so weit eine Kante aufzumachen, wo das dann drüber rutschen kann. Und sie nicht mehr so verhackelt. Und dann kann das dann unter Umständen genau über diesen Punkt drüber rutschen. Und diese Nase greift einfach nicht mehr. Obwohl jetzt nicht viel aufgebogen ist oder sowas. Das ist schon zäh hier. Okay. Ich glaube, wir müssen doch dieses Teil hier zuerst öffnen. Was haben wir da unten noch für Kameraden. Okay. Ich denke das. Ah, okay. Hier drin, habe ich ja schon gesagt, sind auch Laschen. Und das ist ein bisschen tricky, denn man sieht auf den ersten Blick gar nicht, in welche Richtung die schließen. So, der müsste offen sein. Und die sind auch relativ eng, um an diese dann Hebel anzusetzen. Schauen wir mal. Ja, das zieht sich bis um. Oh, jetzt sind wieder welche zugeklickt, okay. Ja, jetzt sind wieder welche zugegangen. Gucken wir mal, ob wir da drin was sehen. Okay.
Aber soweit ich sehe, hält dieses hintere Teil nicht unbedingt das obere mit fest, oder? Ja, doch, könnte gut sein. Könnte doch tatsächlich sein. Vor lauter Ziehen geht die Tür gleich auf. So. Damit. So. Also die komme ich nicht hin. Und die hier sind noch. Ah, die sind noch zu. Zu. So, also dann müssen wir hier an denen nochmal ansetzen. Den raus. Die hier sind noch ganz geschlossen. Habe ich noch gar nicht richtig zum Ansetzen bekommen. Müssen wir von unten öffnen. Den hier auch. Und dann mal den hier da durchbiegen. Okay. Also ich biege jetzt hier die Dinger raus und mache dann nachher alles rein. Dann so. Jetzt kann ich die nämlich hier auch öffnen. Das ist die oberen, so wie es ausschaut. Und ich weiß ungefähr, wo ich bin. Also der ist offen. Die da hinten sind soweit auch offen, oder? Das sind die hier. Und die komme ich hier gar nicht ran. Hier hinten, also gut, der ist offen, den muss ich jetzt noch öffnen. Der bleibt offen. So, seht ihr das? Ist doch wunderbar. Jetzt haben wir hier hinten noch welche und hier hinten oben drin sind auch noch welche. Da gucke ich jetzt, dass ich da mit dem Schraubenzieher noch von der Seite irgendwie ein bisschen reinfahren kann. Ich glaube nicht, dass ich das so weggezogen bekomme. Ich gucke gerade mal, ob ich von innen vielleicht sogar hinkomme. Nee, keine Chance. Offen habe, gibt es wahrscheinlich eine ganz simple Lösung und eine ganz simple Reihenfolge, die ich jetzt natürlich wieder überhaupt nicht finde. Sollen wir die abreißen? Nee. So, die sind offen. Ja, genau. Ich muss genau den da hinten noch malträtieren. Diesen hier. Aber vielleicht mache ich ihn wirklich einfach weg. Wenn ich da ansetze. Und den hier so. Dann geht der da einen Ticken runter. Aber nicht weit genug. Okay. Der ist natürlich nervig hier. Die kriegen wir nicht auf, oder? Wenn wir dieses hintere Teil hier wegbekommen würden,
irgendwie, ohne kaputt zu machen. Dann würde ich nämlich bis da hinten reinkommen. Aber das schaut nicht danach aus, als ob das so leicht geht. Deswegen, ich bleibe jetzt mal hier nochmal dran. Das Problem ist, dass ich kann nicht in dem Winkel, in den ich eigentlich möchte, hier ansetzen. Gucken wir mal, vielleicht kriege ich auch die Nase wirklich ab. Schlimm ist es, da reicht so ein halber Millimeter aus, um das Ganze noch festzuhalten. Wahnsinn. So, ich komme hier nicht rein, nicht um viel. Kriege ich hier eine Angriffsfläche für diese Halterung? Vielleicht. Ich glaube, ich bin drunter. Jawohl. Und jawohl. So, also. Mit viel Geschick kommt man, wenn es geschlossen ist, auf einer Seite ein bisschen drunter, wenn es so ein kleiner Versatz, wo so ein kleiner Versatz dann ist. Ich zeige euch das gleich, wenn ich es jetzt irgendwann mal offen habe. Ich hoffe, dass ich das jetzt auf der Seite auch noch hinbekomme. Das hier darüber. Am liebsten würde ich es einfach aufbohren manchmal. Aber in dem Fall hilft mir das wahrscheinlich auch nicht viel. Vor allem komme ich vermutlich mit dem Bohrer genauso schlecht hin wie mit einem anderen. So, dass wir da mal irgendwo eine Kante reinbringen, wo ich den Schraubenzieher ansetzen kann. Das ist nämlich momentan das Problem, dass ich hier keinen Angriffspunkt habe. Jawohl! So, da fliegt es dahin. Aber jetzt kann ich es euch zeigen. Das hier sind diese Widerhaken. Wenn wir hier reingucken, die sind hier drin. Und die laufen hier unten rum, gehen wieder nach vorne und drücken von unten gegen diese Lasche hier. Und diese Lasche ist hier zu, das heißt von hinten kommt dieser Widerhaken und hält es fest. Und jetzt muss man genau dazwischen rein. Und jetzt ist das Problem, dass dieses Plastik genauso dick ist wie diese Nase hier. Das heißt, das ist bündig nach hinten durch. Man hat erstmal gar keinen Angriffspunkt. Bei dem hier hatte ich das Glück, dass die untere Lasche ein Stück zur Seite ging. Ich konnte dann zwischen Gehäuse und diesem Plastik von dem anderen Teil rein und konnte es runterdrücken. Und hier auf dieser Seite habe ich jetzt hier die Sonde zwischen reingebracht. Genau hier zwischen die Kante. Konnte ein bisschen wegdrücken, damit ich mit dem Schraubenzieher hier reinkam. Ja. So viele Laschen waren es gar nicht. Das heißt, wir haben hier die zwei vorne. Die waren sehr einfach, die hier drin. Man muss halt wirklich mit einem langen, dicken Schraubenzieher reinfahren und auch einen Angriffspunkt suchen für diese Laschen. Und wir haben die hier oben drin, die echt tricky waren. Und hier an den Seiten sind so kleine Laschen gewesen. Und das hier vorne war an sich nur eingehakt. Das war, durch das die Materialstärke hier vorne auch sehr dünn ist, war das jetzt auch nicht viel.
Jetzt sehen wir auch gleich dieses hintere Stück, wo ich versucht habe rauszunehmen. Das hat hier nochmal diese Sonderverschlusslaschen. Denn ich drehe es jetzt gerade mal so rum. Da sieht man schon hier, da hast du von außen eigentlich keine Chance. Das ist alles so fest. Hier sind nochmal welche. Das sind die, die ich da durchgehämmert habe. Das ist eine von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Laschen. Die erreiche ich eh nur von innen. Also, dieses Stück hier hinten wird, so wie ich das sehe, wirklich nur von hier hinten zu öffnen sein. Anders funktioniert das nicht. Genau. Machen wir das auch noch? Machen wir das auch noch? Ja, wir machen das auch noch. Wir probieren das doch auch. Wenn man hinkommt an diese Laschen, sind sie relativ simpel. Das heißt, man fliegt das so ein bisschen weg. Manchmal, je nachdem wie fest sie sind, muss man was reinstecken, dass die offen bleiben. Aber irgendwas Eckiges, was Hakes dann. Machen wir hier mal eine Kuschelkiste. Ja, ist zu schwach. Was ist das für ein Ding? Brauchen wir nicht. Ah, da ist noch eine Tür. Ach, der hat zwei Türen. Ne? Habe ich noch gar nicht gesehen. Gucken wir mal. Ah, von außen gehen die hier relativ gut. Die Löcher durch. Also unnötig viele Laschen und Verschlüsse hier. Aber gut. Das Thema kennen wir ja schon. Immer das Gleiche. Nee, da kommen wir nicht rein. Können wir den so drücken und gleichzeitig vielleicht. Ja, ist immer noch ein Problem, wie man hier den am besten reinhebeln kann. Na, da kommen wir gar nicht hin. Aber normalerweise, wenn ich jetzt den hier drücke und den hier drücke und den hier drücke, ja, da hat es schon geknackt. Der probiert es jetzt mal auf einer Seite hier irgendwie loszuwerden. Also streng sind sie trotzdem, stelle ich fest. Relativ streng. Okay, ist ja auch ein Heckaufreißer, gell? Der sollte natürlich auch dementsprechend raushalten. Ich bin mir ja sicher, wenn dann irgendwelche Kinder da damit spielen. Nee. Ich komme da unten noch nicht rein. Aber ich komme hier vielleicht rein mit einem dünnen Schraubenzieher. Ja. Also, die unteren Laschen, die mich hier zum Verzweifeln bringen, diese hier, durch dieses kleine Loch hier, wo vorhin was eingeklickt war, komme ich mit einem dünnen Schraubenzieher, da kann ich direkt von hinten auf diese Lasche draufhauen und sie nach außen wegdrücken. So. Es hilft das beste Drehbuch nichts, wenn die Kamera keinen Akku mehr hat. Ich habe das Teil wegbekommen und habe auch schon weitergemacht, ohne es zu merken, dass ihr gar nicht mehr mit dabei seid. Das hat auch irgendwie keiner geschrien. Ich zeige euch das nochmal mit diesen Laschen. Ich habe also hier innen drin die hier aufgebogen und das Ganze dann durchgedrückt. Hier sind die ganzen Laschen, die wir innen drin sehen. Das heißt, wir haben diese zwei hier. Die kann ich, dieses Gegenstück kann ich von außen hier durchdrücken. Auf der einen Seite, also von dem unteren, kann ich hier durch dieses Teil hier durchdrücken und beim anderen war das hier unten. Wir haben hier oben nochmal diese zwei und hier unten die zwei Laschen. Also das sind die ganzen, die man hier öffnen muss. Die sind alle innen drin, das heißt, man muss wirklich erst den Deckel wegmachen, um das Ganze dann hier rauszubauen.
Bei der Kabine selber, wenn ich jetzt Licht und so weiter einbauen möchte, dann empfiehlt sich natürlich, die Kabine noch runter zu machen. Und ich habe hier schon gearbeitet. Das heißt, wir haben hier einmal rundherum diese ganzen Dinger. Die hier an der Seite übrigens auch, die halten diesen gelben Bügel fest. Also hier einmal rundherum aufbiegen und durchdrücken. Und dann kann sich dieses ganze Teil hier abnehmbar. Also wir haben hier diese Nasen. Hier sind übrigens wieder welche, die von der Scheibe hier durchgehen, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man die jetzt nicht auf Spannung da irgendwie abreißt. Oder vor allem, was die gar nicht wollen, ist zum Beispiel so eine Knipse, weil da ganz oft dann durch die Spannung ein Riss entsteht. Also hier einmal ringsrum, sonst sind da keine. Das Teil kriege ich noch nicht weg, denn das ist innen drin noch befestigt. Und dafür muss ich das graue Teil hier rausmachen. Und die haben ganz kleine Knipser hier an der Seite, hier und hier vorne. Das heißt, einfach ein bisschen zur Seite drücken, dann ist das hier offen. Und das hier einmal nach vorne und dann geht das raus. So, jetzt haben wir die Kabine und jetzt haben wir hier innen drin diese zwei gelben Laschen noch, die ich versuche vorsichtig aufzumachen. Das ist hier alles, dieses Glas oder dieses Plexiglas, das gar nicht möchte, wenn man da drin rumbiegt. Deswegen schaue ich mal, dass wir hier möglichst ohne Beschädigungen das Ganze hier rausbekommen. Oh, Erdbeben. Ich will sie jetzt auch nicht unbedingt komplett abreißen. Denn wir sind ja jetzt hier im Deko-Bereich und im Sichtbereich von dem Ganzen. Und da will ich jetzt natürlich nicht, dass jetzt hier irgendwie wahnsinnig große Schäden entstehen. Unten drin ist mir das immer relativ egal, denn dann schraube ich es halt fest. Dann werde ich wahrscheinlich eh einige rausschneiden aus den, die wir jetzt geöffnet haben, die noch intakt sind und dann durch normale Schrauben oder ähnliches ersetzen. Denn wenn ich das zur Wartung aufmachen möchte, dann möchte ich nicht jedes Mal dieses Gefuddel hier haben. Also, schauen wir mal. Jawohl. Also, das Gelbe hat genau diese zwei Nasen, die ich aufmachen muss. Und dann ist das ganze Ding hier so leer. Und jetzt sind dann vorne und an der Seite sind noch welche. Was ist das? Das ist auch ein Licht? Hat die DL da ein Licht? Ist das ein Scheinwerfer? Schaut fast so aus, gell? Hier ist die. Ja, soll wohl ein angedeuteter Scheinwerfer sein. Dann muss da wahrscheinlich auch einer rein. Mal schauen. Das ist jetzt dieser Dachbalken und genau. So. Hier brauche ich eigentlich oder will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter wegbauen, denn sonst mache ich am Schluss was kaputt, was gar nicht weggemusst hätte. Ich lasse es jetzt mal so. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren oberen Deckel. Das Wichtigste, das Herzstück, die untere Schale, hinten die Aufhängung von dem Heckaufreißer, wo ich noch nicht weiß, wie der umgesetzt wird übrigens. Dann habe ich hier die Seitenschiffe und die Arme. Dann haben wir hier nochmal Seitenschiff. Die andere Hälfte. Leiträder, das U, die Kabine, das Megaschild, Heckaufreißer, Türen. Wahnsinn. Da sind schon viele Teile. Schon ein Mega-Ding. So, die Ketten. Ich glaube, jetzt haben wir alles beieinander und soweit in der Vorbereitung, dass ich mich jetzt mal damit befassen kann, wie ich die Motoren hier reinbaue und die Antriebsräder verbaue. Das wird auf jeden Fall mal Part 1 jetzt werden, dass sie schon mal soweit fahrfertig oder fahrtüchtig gemacht wird und dann kann ich weitermachen mit der Schildansteuerung und so weiter.
Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und schaltet wieder ein, wenn wir hier weitermachen.